Moni, Mitarbeiterin bei der Computerspielschule in Stuttgart. Und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euren eigenen Mein-Test-Kopf basteln könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Karton, der möglichst quadratisch ist und über euren Kopf passt, buntes Papier, das zu eurem Charakter passt, Klebeband, Klebestift, eine Schere, ein Lineal, einen Bleistift und ein Cuttermesser, damit ihr optional die Augen eures Charakters ausschneiden könnt, damit ihr auch etwas seht. Als erstes überlegen wir uns, welchen Charakter wir cosplayen wollen. Ich habe mich für einen Creeper entschieden, deswegen habe ich mir verschiedene Grüntöne und Schwarz besorgt. Je nachdem, wie oft die Farbe in eurem Skin vorkommt, braucht ihr auch unterschiedlich viele Farben an Papier. Insgesamt benötigst du ungefähr 5 oder 6 DIN A4 Blätter, um den ganzen Karton zu bedecken. Wenn ihr einen zusammengefalteten Karton habt, so wie ich, dann solltet ihr zunächst die unteren Klappen des Kartons abschneiden. Dazu verwende ich meine Schere. Wenn dein Karton dick ist, solltest du vorsichtig schneiden und zur Not einen Erwachsenen fragen, ob er dir helfen kann. Nachdem ihr die Klappen eures Kartons auf der einen Seite abgeschnitten habt, könnt ihr ihn zusammenfalten und zukleben. Dafür verwende ich mein Klebeband. Nachdem ich meinen Karton zusammengefaltet habe, schnappe ich mir meinen Hauptgrünton und lege ihn so auf den Karton, dass er die meiste Fläche davon bedeckt. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn am Rand noch etwas übersteht, ist das nicht so schlimm, denn das schneiden wir dann einfach mit der Schere ab. Als nächstes nehme ich meinen Kleber und verteile ihn am besten auf dem Karton. Dann nehme ich mir wieder mein Papier und klebe es genau so hin, wie ich es mir vorher zurechtgelegt hatte. Nun kann ich die abstehenden Ränder ganz einfach mit der Schere abschneiden. Passt dabei auf, dass ihr nicht zu viel abschneidet. So, mein Creeper-Kopf ist jetzt vorne und oben bereits mit meinem bunten Papier bedeckt, fehlen also nur noch die hintere Seite und die Seitenflächen. Dafür schmiere ich sie wieder mit Kleber ein. Anschließend nehme ich mir wieder mein Stück Papier und klebe es auf die restlichen Seiten des Kartons. Um Papier zu sparen, nehme ich mir die Papierteile, die ich vorher abgeschnitten habe, und klebe sie auf die Teile des Kartons, die noch nicht mit Papier bedeckt sind. Die überstehenden Teile schneide ich wieder mit meiner Schere ab. Jetzt kümmern wir uns um das quadratische Papier, das wir auf unseren Karton kleben können, um Pixel darzustellen. Dafür nehmen wir ein Lineal und einen Bleistift und zeichnen diese vor. Für die Quadrate kannst du ca. 4 cm als Richtwert nehmen. Ich werde 4,5 cm wählen, weil das besser auf meinen Karton passt. Wenn du deinen Karton selbst ausmessen möchtest, ist die Breite deines Kartons wichtig. Mein Karton misst 36 cm und wenn ich das durch 8 teile, da wir 8 Quadrate in einer Reihe haben möchten, kommt bei mir 4,5 raus. Das heißt, ich werde meine Quadrate 4,5 cm groß machen. Für die Quadrate nehme ich mir mein farbiges Papier, ein Lineal und ein Edding. Ich verwende den Edding, damit man besser sehen kann, was ich mache, aber ich würde euch empfehlen, lieber einen Bleistift zu nehmen. Dann markiere ich an jeder Seite meines Papiers die 4,5 cm Marke. Wie gesagt, ich nehme 4,5 cm, weil ich meinen Karton ausgemessen habe. Ansonsten kannst du auch den Richtwert von 4 cm nehmen. Nachdem ich mir meine Hilfslinien aufgemalt habe, nehme ich mir wieder mein Lineal und verbinde die Hilfspunkte, die ich gerade gemacht habe. Wenn dein Papier so groß ist wie meins und dein Lineal nicht bis zum anderen Ende vom Papier reicht, kannst du dir auch noch einmal hier an deiner Hilfslinie noch mehr Hilfslinien aufzeichnen. Anschließend kannst du die restlichen Hilfslinien miteinander verbinden. Jetzt musst du nur noch die Quadrate ausschneiden. Dazu nehme ich mir wieder meine Schere und schneide erstmal einzelne Streifen aus. Danach zerteile ich die Streifen. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die Streifen jetzt nehmt und ganz akkurat übereinander legt, könnt ihr auch alle Quadrate gleichzeitig ausschneiden. Vielleicht hilft euch dabei auch eine Büroklammer. Ihr könnt eure Quadrate natürlich so ausschneiden, wie ihr es wollt. Das gleiche mache ich auch mit meinem restlichen Bogenpapier.
vom schwarzen Papier brauchen wir nicht so viele Quadrate, denn das wird nur fürs Gesicht verwendet. Jetzt kommen wir endlich zum Basteln und dem Aufkleben der Quadrate. Aber davor zeichne ich mir noch einmal ein Raster auf, damit ich die Quadrate auch richtig anordnen kann. Dafür nehme ich mir wieder mein Lineal und zeichne das Raster im gleichen Abstand wie vorhin, also 4,5 cm. Nachdem ich mir mein Hilfsraster aufgemalt habe, kann ich endlich anfangen, die Quadrate draufzulegen. Dafür fange ich immer gerne beim Gesicht an. Dafür nehme ich mir meine schwarzen Quadrate und lege sie meiner Vorlage nach. Wenn mir gefällt, wie ich die Quadrate platziert habe, kann ich sie aufkleben. Die grünen Quadrate platziere ich anschließend nach Gefühl und klebe sie dann fest. Wenn du die Quadrate aufgeklebt hast, bist du eigentlich schon so gut wie fertig. Optional kannst du auch noch Löcher in den Kopf schneiden, dort wo deine Augen sitzen, damit du auch etwas siehst, wenn du den Karton aufhast. Um herauszufinden, wo du ein Loch schneiden musst, setzt du am besten den Kopf auf, zeigst von außen auf deine Augen und lässt dir von jemandem sagen, auf welche Quadrate du zeigst. Wenn du weißt, welche Quadrate du für deine Augen ausschneiden sollst, dann brauchst du zum Ausschneiden vermutlich ein Cuttermesser. Dafür ist es wichtig, deine Finger zu schützen. Zieh also am besten Handschuhe an. Frag am besten noch Erwachsene um Erlaubnis, ob du ein Cuttermesser benutzen darfst und achte auch beim Ausfahren darauf, dass die Klinge nicht zu weit rausschaut, sonst kann es sein, dass es abbricht. Wenn du mit dem Cuttermesser fertig bist, vergiss nicht, die Klinge unbedingt wieder zurückzuschieben. Und fertig ist euer Mindtest-Cosplay. Und wie sieht dein Mindtest-Skin aus? Schick uns gerne ein Bild von deinem Cosplay per E-Mail an computerspielschule@lmz-bw.de oder per Instagram @computerspielschule_stuttgart. Dort erfahrt ihr auch, wann wir diesen Workshop anbieten. Und vergesst nicht, beim Cosplay fängt jeder klein an. Ciao!